Moin Moin, ihr Flüte und auch heute liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online in der Klingonen-Kampagne. Mit dabei ist der Krieger Toni. Look nach der Ragnarpu. Gesundheit. Und. Was wollt ihr Menschen, heißt das? Gibt's eigentlich so ein klingonisches Wort für Moin? Nee. Schade. Die Fragen sagen ja, was willst du? Das ist dieses Nuknech. Was ich immer verstehe wie noch nicht. Ja. Nuknech. Nuknech. Was willst du, heißt das genau. Und Teraknang Pu. Teraknang ist, glaube ich, Menschen. Weißt du, woran ich gerade denken musste? Ja, ja. Teraknang Pu Kotnai Jod. Genau. Ja, wir sind Klingonen, wir müssen jetzt ernst sein. Nein, kriegen wir nicht hin, aber wir haben zumindest unseren Spaß. Es geht weiter in der Kampagne Die Rückkehr der Fekeri. Genau. Ein uralter Feind ist in das Herz des Imperiums zurückgekehrt. Um ihn besiegen zu können, werden sie ein Held sein müssen und den sich Legenden ranken werden tun sein müssen. Jo. Okay. Blut des Imperiums. Seltsame feindliche Signale kündigen von der Rückkehr der gefürchteten Fekeri und ihrer Mannschaft. Und ihre Mannschaft muss in einen Kampf die Heimatwelt verteidigen. Rufen. There is a report of a battle in the Norg system. If there is an enemy bold enough to attack that close to the Empire, it must be dealt with harshly. I'm calling all available ships to the Norg system to assist. Fight with honor. Das ist meine Missionsbeschreibung nach meinem Geschmack. Da muss ich nachher in der Videobeschreibung nicht so viel abschreiben. Ja, genau. Hinfliegen, schießen, feuern, fertig, Ehre. Akzeptieren. Na dann. Serve the Empire. Wow, so jetzt laut. Im Norg-System sind mehrere kleine Ansammlungen von unregelmäßig geformten öden Steinen zu finden. Na, dann macht das System jetzt nicht interessant. Das System weist gelegentlich seltsame Energiefluktuationen auf und manchmal berichten einige Schiffe, die das System passieren, davon, einen unbekannten Schiffstyp auf den Scannern gesehen zu haben. Und das ist schon im nächsten Augenblick wieder verschwunden war. Geisterschiefle. Genau. Norg-System betreten. Ladebildschirm. Das ist ein langer Weg bis zum Norg-System. Genau. Eins. Zwei. Hier kommt die Sonne. Entschuldigung. 30, 31, 32, 33, 40. Oh, jetzt geht's los, 100. Captain, es wird berichtet, dass eine Gruppe von Schiffen in diesem Bereich unter schwerem Beschuss stand. Aber ich entdecke keinen Waffeneinsatz oder Anzeichen eines Gefechts. Dort ist eine Gruppe von Objekten auf den Landstreckenscannern, die die richtige Größe und Materialbeschaffenheit haben, um unsere Schiffe zu sein. Doch es gibt keine Energiesignaturen oder Lebenszeichen. Weiter. Gut, hier ist nichts los, wir drehen wieder um. Tschüss. Ja, genau, tschüss. Untersuchen Sie die Trümmer der klingonischen Kampftruppe. Dass man sich scannen kann, ohne sich zu enttarnen. Man kann so vieles nicht machen, wenn man getarnt ist. Ja. Von dieser Kampftruppe ist nicht viel übrig geblieben und der Computer kann nicht anhand der Waffensignaturen nicht bestimmen, wer hierfür verantwortlich ist. Fortsetzen. Ich entdecke seltsame Werte in der Nähe des großen Asteroiden vor uns, Sir. Das ist eine Reihe an Subraumspalten, aber ich sehe Schiffe einer unbekannten Konfiguration durchkommen. Weiter. Die leuchten so komisch. Ach, das ist Feuer, da ist Feuerball in der Mitte der Schiffe, okay. Mhm.
gibt übrigens drei komische Spalte hier, du auch. Ja. Ich nehme wir denn jetzt? Nehmen wir die ganz links erstmal. Aber Schiffe sehe ich gar nicht, ich sehe nur die Raumspalte. Ja. Bis jetzt. Ja. Ah, ich hab was getan. Ah, Fergei. Hast du noch einen Text? Verdammt, jetzt ist er ganz vergessen. Ja. Ah, jetzt. Shall pay for the sins of its creator, Kalis. This world has been without the Victory too long. Our banishment has made us stronger. We have looked upon oceans of blood from the shore of Grethor and no longer feel fear. We have fought history's most dishonorable Klingons and prevailed. And we have returned to your world. To seek our revenge. Today may be a good day to die, but not for you. Okay. Die Fekiri. Ich dachte, sie seien nur ein Märchen, das Großmütter ihren Kindern erzählen. Das würde zumindest erklären, was mit der klingonischen Kampftruppe geschah und warum der Computer ihre Angreifer nicht bestimmen konnte. Zeigen wir ihnen, was wir seit ihrer Zeit über Schlachten gelernt haben und schicken wir sie zurück nach Grethor. Diese Portale sehen instabil aus, Sir. Ein solider Angriff könnte sie zum Zusammenbruch bringen. Ja, passt. Die Stimme von dem eben hat mich aber sehr an dieses komische schwarze Wappelmonster aus TNG erinnert. Ja, ja. Im Armus, genau. Genau. Ich auch. Jetzt den unten oder? Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach oben, weil ich den anderen gerade nicht sehe. Ach, dahinter den anderen. Okay. Mhm. Der. Falsche Taste. Warning. Ship is under attack. Target's shields have failed. Schon hartnäckig. Joa. Fast zu spät. Ja. Captain, das Kommando meldet, dass sich Fekiri-Schiffe der Heimatwelt nähern und Schiffe im Orbit angreifen. Unsere Befehle lauten, zum Praxisgürtel im Chronosystem zurückzukehren und bei der Verteidigung zu helfen. Okay, Energie. Das heißt, jetzt müssen sie ja noch mehr Risse aufgetan haben. Ja.
Die Fikiri haben weitere Portale im Orbit von Kronos geöffnet. Sie haben in kurzer Zeit viel Schaden angerichtet, wie es scheint. Wie es scheint, haben sie das Verteidigungssystem der Heimatwelt überrascht. Möglicherweise sind wir die einzigen, die noch zwischen den Fikiri und Kronos stehen. Lieutenant Commander. Ich lese die Punkte immer als Kommas. Wir müssen sie schnell zerstören, bevor sie unser planetares Verteidigungssystem überwältigen können. Genau, das wollte ich sagen. So. Hier sind ein paar viele Trümmer. Aber Hauptsache die Minenanlagen, da sind auch komplett. Oder Werften, was sind das jetzt eigentlich? Minendinger, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Komischen Fördertürmen. Warning, ship is under attack. The target's shields have failed. Das Portal auch schon sehr schön. Guck mal an, wir haben sogar ein paar Birds of Prey, die uns helfen sollen. Sofern sie nachkommen. Boah, die würden gerade schnell. Ja. Ui, ist wirklich langsam. Ach, da hinten sind welche aufgetaucht. Doch, wer will noch was? Torn, der braucht nichts auf. Warning. Ship is under attack. Was war das? Doch nix. So, okay. Dann schnappen wir sie uns. Ich kann nur keinen vollen Impuls machen, weil ich noch immer roten Alarm habe. Oh, da wird schon hart gekämpft. Ja, hier hinten ist gerade wieder eine Flotte aufgetaucht, aber... Ich mach einfach mal das Portal zu. Ja. Ist der rote Alarm auch mal weg hier? Jetzt? Endlich. Scannen. Fliegen. Flieg. Wir haben eine Gruppe von Fikiri-Schiffen entdeckt, die sich der orbitalen Kommandostation nähern. Diese Raumschiffe sind wichtig für unsere Verteidigung, die Raumstation. Ist wichtig für die Verteidigung des ganzen Systems, Lieutenant Commander. Wir müssen die Fikiri aufhalten, bevor sie die Station besetzen können. Ich habe gehört, dass eine Flotte, die Manöver fliegt, mit maximaler Warpgeschwindigkeit, auf dem Weg zurück nach Kronos ist. Wir müssen nur noch ein bisschen durchhalten. Okay. Shufta Hashvi. Wo? So ähnlich. Das freut mich doch. Bei der Sendung mit der Maus gab es jetzt auch einen Spruch mit Klingonisch. Echt? Wir haben ja. Im Sinne von 50 Jahre Star Trek oder einfach so? Einfach so.
Dann kam der Alexander Gerst vor, unser deutscher NASA-Pilot, NASA-Astronaut, der auf der Raumstation war, der ISS. Welche Klingonenstation soll beschützen jetzt so viele? Ich fliege mal den grünen Pfeil hinterher, ich hoffe mal, dass es... Ach, die Werft ist das. Wäre schon ganz schön mitgenommen aus. Oh, mit dem Schraubenschlüssel ein bisschen links, ein bisschen rechts wieder gerade biegen, dann geht das schon. Bisschen Tesa. Naja, stimmt. Also so wie die mit ihren Lasern hier rumschießen, erinnert mich gerade ein bisschen mehr an Star Wars, was wir hier erleben. Ja. Ja, die haben die Geschwindigkeit von den Waffen irgendwie erhöht, glaube ich. Von Antiprotonen-Schütztürme. Okay. Ten Commander, schön Sie in einer glorreichen Verteidigungsschlacht von Kronos zu sehen. Die Feuerkraft, die ich mitgebracht habe, wird die Eindringlinge ganz sicher davon abbringen, so das noch einmal zu versuchen. Fortsetzung. Ich hätte die ganze Zeit einen roten Alarm. Oh, okay. Sir, ich erhalte Berichte, dass Fikiri-Truppen am Hauptquartier der KVS landen. Wir müssen die Heimatwelt verteidigen. Beam sie herunter auf Kronos. Transporter bereit, Lieutenant Commander. Sie können runterbeamen, sobald Sie bereit sind. Kapla! Beamen Sie auf die Oberfläche. Nochmal beamen. Doppelt hält besser. Nee. Es war wieder einer dieser Tage, an denen das Beam länger dauerte. Ja, wir sind ja weiter vom Planeten weg. Wir müssen wahrscheinlich durch so ein paar Relaisstationen weitergeleitet werden, deswegen dauert es. Ja, und es gibt doch seit, keine Ahnung, 200 Jahren diesen Transwarp-Beam. Transwarp-Beam da aus, ne? Ja, aus Kram. Das Raumschiffflüge eigentlich obsolet macht, aber hey Gott. Ja. Ach, endlich. Ist das nicht einer dieser alten Außenarealplätze, den man früher wirklich nur betreten konnte? Genau, das ist bevor, ja genau, das war der Hof, den man hatte, bevor es die alte Stadt gab, die erste Stadt gab, die wir jetzt im Spiel haben. Mhm. Da waren hier draußen immer so viele Klingonen rum, oder was steckt denn hier für komische Asche auf? Es brennt halt. Oh. Die Kiwi-Streitkräfte greifen das Hauptquartier der klingonischen Streitkräfte an. Die Waffen kämpfen ehrenvoll. Aber einige wurden von den unkontrolliert eindringenden Horden eingeschlossen. Sie werden Hilfe brauchen, Captain. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um sie vor unseren Feinden zu retten. Weiter. Ja, dann. Ich sehe gar keinen Achter oben rechts. I
Verstärkung ist im Anmarsch, Captain. Sie greifen die Waffen in der Nähe des Eingangs zum Hauptquartier an. Wir müssen die erdlosen Petach schnell erledigen. Weiter. Da vorne. Mhm. Ich glaube, so ein Riesen. Fikiri oder ja, ja. Riesengorn, eins von beiden. Weiß ich gerade noch nicht. Riesen Fikiri, das ist ein Sklavenmeister. Captain, ich glaube, die Wachen haben den Vorhof jetzt unter Kontrolle. Aber einige der Fikiri. Fikiro. Fikiri eigentlich? Nee, da steht jetzt Fikiro. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich cooler als Fikiro. Also einige der Fikiro haben es ins Hauptquartier geschafft. Das ist das Herz unserer Kommandostruktur. Wir müssen die Bedrohung jetzt aufhalten. Weiter. Trojumiumgas scannen. Ich bin gleich so weit. Moment. Jetzt. Die Rettung des gegründeten Reiches war nur ein Gas entfernt. Hast du den Schrei gehört? Was? Wir sind bereit zu kämpfen und zu sterben, um das Reich zu verteidigen, Captain. Sie können das Hauptquartier betreten, sobald Sie bereit sind, Sir. Betreten Sie die große Halle. Zweimal sogar. Ladebildschirm, Ladebildschirm, lalalala, Ladebildschirm. Es war ein langer Weg. Genau. Und wir haben den Schlüssel abgebrochen. Verdammt! Wir müssten nochmal schnell hochbeamen, was genauso lange gedauert hat. Ah, jetzt. Und auf der Schiffsschlosserei dann nochmal einen Schlüssel nachmachen zu lassen. Wir halten Meldungen von Fikiri-Streitkräften in den Hauptquartieren, Sir. Diese Lagerbereiche sind nur schwach geschützt und die Quartiermeister sind schlecht ausgerüstet, um es mit einer Invasionsstreitmacht aufzunehmen. Wir müssen ihnen helfen. Weiter. Genau, das ist, glaube ich, das alte Interieur der ersten Stadt, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Links geht's offensichtlich weiter. Ja, ja. Erinnert mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen an diese Räume, wo wir mal mit Suchern waren, in diesem komischen Kampfturnier-Ding. Davon ist was. Ach, wie schön episch, die ganzen Kisten synchron geschaltet sind. Ja, genau. Oh, ich habe gerade erfolgreich eine Waffenlage erschossen. Auszeichnung erhalten. Ich kann mehr Waffenlage erschießen, aber warum? Weil wir es können. Früher waren solche Kisten ja mal in Spielen eingelegt, damit man als Spieler einen Vorteil hat, wenn eine Gruppe Gegner-KI reinläuft. Also bei Shootern, dass du sie damit ausschaltest. Aber irgendwie ist das in STO gar nicht so möglich, finde ich. Ja, nee, nicht wirklich. Es kommen Meldungen von Fikiri in der gesamten Kampfarena herein. Kampfarena. Ja. Das Basispersonal wird zurückgerufen, um die Schiffswerft und andere wichtige Bereiche des Hauptquartiers zu schützen. Wir können helfen, indem wir die Fikiri aufhalten, bevor sie unser Personal angreifen können. Ich werde mein Schwert in den schwarzen Blut der Fikiri baden, noch bevor die Sonne untergeht. Folgen Sie mir in die Schlacht. Ja, dann mein Tor. Oh Mann. Ich bin nur zum Scannen, ich folge gleich nach dem Scannen. Alter Jäger und Sammler. Das sind die uralten Instinkte, die immer wieder durchbrechen. Ja, ja. Wo soll es denn jetzt eigentlich weitergehen? Auch wieder ganz am Ende, okay. Folge mir einfach. Bist du vor mir? Im Flur den Gang links und dann in die große Halle rein. Und dann. Doch, das ist das alte Dings. Alter Hauptquartier.
Alter, wie viele Treppen hier? Ja, links, links, links. Ja, ich hab's gesehen. Und dann rechts abbiegen. In 300 Metern links abbiegen. Das Lustige ist, die haben ja zur Hilfe, weil das zu viele Gegner sind, haben sie uns ja noch mal Klingonen zur Seite gestellt, die die besiegen sollten. Und ich glaube, Klingonen sind effektiver dabei, die Viecher zu erlegen, als wir. Echt? Ja. Es kommen Notsignale von den Barackenketten. Die Fikiri zerstören alles auf ihrem Weg. Dort sind Becks. Was? Kennt man die? Das ist keine Biersorte. Das sind einfach Soldaten einfach. Okay. Niedrigster Offiziersrang. Dort sind Becks, die nicht einmal ihr Kampftraining absolviert haben. Ich möchte auf keinen Fall, dass diese jungen Soldaten sterben. Nicht, wenn wir etwas dagegen tun können und sie später in anderen Kriegen sterben können als Soldaten. Weiter. Mann. Umdrehen. Umdrehen? Achso, halt, dann, ich verwirrt. Das ist der Ulki aus, rennt erst rechts, dann rennt so viel links. Ja, ich dachte, da könnte man durch, aber konnte man nicht. Irgendwas, was, also eine Wolke, die auf und ab springt. Eine gequälte Seele. Hm. Wenn gleich so ein komisches, kettenartiges Geräusch kommt, sind wir bei Lost. Ja. Die mit den Ketten, das ist, ja, das ist der Dicke. Die verbleibenden Fikiri machen einen Sturmangriff auf die Kommandokammer in der oberen Ebene des Hauptquartiers. Als man Kanzler Jempok über den Angriff informiert, transportierte er und 7 Mitglieder des Hohen Rats zum Hauptquartier, um bei der Verteidigung zu helfen. Bis jetzt konnten sie die Fikiri-Horde aufhalten, aber ich fürchte, dass sie überrannt werden, wenn wir ihnen nicht helfen. Weiter. Nicht beistehen. Weißt du zufällig, wie lange die Mission noch geht? Nicht mehr lange. Ich glaube, das ist nur noch die eine Gruppe. Okay, gut. Aber wir müssen erstmal hier durch das halbe Hauptquartier durch. Ist das, warte mal, das hier ist doch der Part nach dem Tutorial, wo wir uns hier unten getroffen haben, oder? Nee, nicht direkt. Aber es sieht genauso aus. Ich kam aus der Tür raus, du standst hier. Ich habe so, ja, dass stimmt, du dich nicht so bewegt hast. Stimmt, ja, das haben sie dann damit eingebaut. Hm, wie schlecht. Wo geht's denn hier weiter? Das hätten sie auch mal überarbeiten können, mal eine andere Karte nehmen können. Das Hauptquartier ist so riesig. Wir müssen irgendwie zurück in... Weißt du, wo dieser grüne Kreis auf dieser Karte ist? Ja. Also einfach erstmal zurück durch die große Halle durch. Dann vorne irgendwo rechts abbiegen. Ich warte mal auf dich. Ich bin doch da. Genau, dann nach rechts. Um die brennenden Steine herum. Genau. Und hier sollten wir eigentlich sein. Hier ist aber nichts. Ich bin runtergefallen. Ja. Ich bin runtergefahren, komme nicht mehr raus. Juhu. Ernsthaft? Wir kommen hier nicht raus? Doch, 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 hier irgendwie vorne, da oder doch? Ne, wann denn? Hab ich irgendwie so ein Personenschild dabei? Nee. Da kann man hier nicht irgendwie. Ist doch nicht wahr jetzt. So ein Blödsinn haben die programmiert früher? Respekt. Ja. Oh nein. Obwohl einer unserer KIs ist oben. Wie ist denn der? Jetzt ist er wieder unten. Hä, der kann so hoch springen? Ja, unsere Offiziere können immer hoch springen. Das ist. Ja. Denkt dran, die Borg, die riesige Sprünge machen, wenn sie in Brand gesteckt werden. Okay.
Ja. Warte mal, kann ich auf dich drauf springen? Nee, ne? Ich habe mir keine Kollisionsabfrage. Aber warte, ich habe eine Idee. Ja, du hast ein Personenschild. Haha! Toll. Okay. Die Idee war nett, die Umsetzung, an der müssen wir noch arbeiten. Boah, okay. Och Mann, das ist nicht wahr. Dein Kopf hängt in irgendeiner Deckenplatte. Ah. Ja, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir immer noch hier gefangen sind. Oh je. Oh Mann. Jetzt weiß ich einfach raufbiegen und wieder runterbiegen. Funktioniert das oder landen wir dann wieder am Anfang der Mission? Machen wir da einfach mal einen Break und gucken mal. Okay, Freunde, wir sehen uns dann gleich wieder. Irgendwann wieder. So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Nachdem wir uns nach dem Hochbeam einmal nach Condos transporten mussten und dann die Karte nochmal von vorne. Mhm. Jetzt sind wir hier endlich in ganz Jupoks heiligen Gemäuern. Genau, dann haben wir uns aber durch die alte Stadt gekämpft. Yeah. Und die alte Stadt, die gar nicht übersichtlich ist. Und also jetzt, die Flaggenkünstler haben hier auch echt immer was zu tun gehabt bei den Klingonen. Ne? Ja, irgendwie schon, ja. Die Ratsmitglieder springen da vorne rum. Aber die haben die für Kiwi alle schon erledigt. Sowas. Warum haben die uns überhaupt gerufen? Die kamen doch ganz allein zurecht. Hm. Oh, da kommen sie wieder. Enemy target on sensors. Was ist das hier für eine Spielkonsole, ey? Oh, da kommt ein Dicker. Oh, der ist ja riesig. Oh. We have dealt the Faglari a major blow today. But I fear that this fight is not over yet. Much blood will be spilled before this ends. Verlassen Sie Kronos. Und das war's. Sprechen Sie mit Jumbo. Super. Wir waren so kurz davor. Okay, ja. These Faglari slap us in the face and expect us to die like Federation dogs. They will find out that we are much more. We are warriors. We are Klingon. The battle is far from over. I trust that you will serve your empire well. Okidoki, was gibt's denn diesmal? Diese Ruptor-Kanone. Episode. Auszeichen halten. Heimatfront. Serve the empire. Congratulations, well. Lieutenant Commander. Musik in meinen Ohren, ja.
Freunde, dann, wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und vergesst nicht zu kommentieren, abonnieren und liken und macht's gut. Bis dahin. Hummel, Hummel. Kapla. Und ja, genau. Ja, das andere da.